Immer mehr Menschen werden immer älter. Das fordert auch den Pflegebereich. Der Samariterbund ist einer der größten Dienstleister im Gesundheits- und Pflegebereich. Ein Fokus wird hier auf eine individuell abgestimmte Betreuung gelegt. Denn Ziel sei es, eine unterstützende und sichere Umgebung zu ermöglichen. Der Grundgedanke von Samariterbund gepflegt ist, dass wir die Selbstbestimmung des Menschen erhalten wollen. Es ist ein Menschenrecht. Wenn wir auf uns selber denken, dann wissen wir, dass wir selbstbestimmt sein wollen in allen Belangen des Lebens. Und so geht es natürlich auch unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren Pflegekompetenzzentren. Und das wollen wir ganz einfach erhalten. Ein gestärktes Miteinander soll die Pflegezentren verbessern. Da zählen nicht nur Bewohnerinnen und Bewohner dazu. Der Samariterbund bietet seinen Mitarbeitern in erster Linie einen krisensicheren Arbeitsplatz, einen schönen Arbeitsplatz und eine sinnstiftende Tätigkeit, nämlich dass man anderen Menschen, die sich nicht oder nicht mehr selbst helfen können, eine Unterstützung bietet. Das zeige sich auch in der Bewertung des Betriebs. Ah, das ist ja nicht gut. Die bemühen sich alle, das ist schon schön. Du brauchst nur ein bisschen Ruf und kommen schon. Ja. Bemühen sich alle. Es ist schon viel Arbeit. In 12 Pflegekompetenzzentren stellen sie das unter Beweis. So auch im kürzlich eröffneten Pflegezentrum in Wiener Neustadt. Mit 72 Betten und 10 Wohnungen im Dachgeschoss bietet das Zentrum zahlreiche Pflege- und Unterstützungsmöglichkeiten. Spazieren, lesen und rätseln und Fernsehen ist wichtig. Fernsehen ist, ja. Auch mit abwechselnden Programmen und einem großen Garten mit Blumenbeet, Hochbeet und großer Pflanzenvielfalt soll den Bewohnenden Abwechslung geboten werden. Der Garten ist schön, kann spazieren gehen und ist auch schön. Ja, der Samariterbund wurde im Burgenland als beliebtester Arbeitgeber gewählt und österreichweit als beliebter Arbeitgeber. Das ist schon ein Zeichen, ein Ausdruck dessen, wie wir mit Menschen umgehen. Wir wollen ja, wie eingangs erwähnt, nicht nur einen krisensicheren Arbeitsplatz bieten, sondern dort, wo man die meiste Zeit seines Lebens verbringt, auch eine schöne Tätigkeit, wo man gerne arbeiten geht. Denn im Mittelpunkt der Arbeit stehen für den Samariterbund die gepflegten Personen, Familien und Mitarbeitende.